Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines. Und ihr denkt jetzt, was ist da passiert, ey? Neue Stadt oder so? Hier stehen keine Häuser. Nein, das ist Haon. Und ja, ich habe das Streckennetz ein bisschen weiter gebaut. Und darum wollen wir uns heute kümmern. Wir wollen diesen Stadtteil ein bisschen besser planen. Ich sag mal so, ja, ein paar Wege bauen etc. Schulen, Ärzte, Gebäude, Polizei etc. pp., dass wir dieses Gebiet planen können, um denn es einfach wachsen zu lassen. Ganz einfach. Und ich will hier auch ganz viel mit Fußwegen arbeiten, gerade hin zu den Stadien hin, dass die Leute nicht alle zwangsweise mit den Autos fahren müssen. Ne? Grundsätzlich Streckenlayout steht. Ich sag mal, hier hinten wird es natürlich noch ein bisschen weitergehen. Da ist momentan noch Stadtgrenze. Aber hier so, das ist so ungefähr die aktuelle Planung. Dieser Tunnel kommt hier raus. Also nicht wundern, sieht jetzt ein bisschen so aus, als würde das echt komisch aussehen. Das sieht unnatürlich aus. Muss man mal kurz mal gucken. Ja, doch eine etwas härtere Kurve, aber ich denke mal, das kann man außen vor lassen. Es ist eine Straßenbahn vorhanden. Die startet hier vorne im westlichen Bereich im Kreisverkehr. Zieht dann rüber auf die Hauptstraße, die einmal komplett durch Haon durchführt. Bis, ja, fast bis zum Stadion auf die Parallelstraße, den hier durch den östlichen Bereich. Kreisverkehr und endet hier hinten, da wo die Auffahrt zum Stadion Highway ist. Soll auch vom Prinzip her eigentlich mit einer abgeschlossen sein. Also ich will da nicht noch eine zweite bauen, weil sonst wäre es hier mir ein bisschen... Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich die hinziehen sollte. Aber wir arbeiten viel mit Bussen, wie gesagt, viel mit Fußgängerwegen etc. U-Bahn natürlich, die bauen wir auch ein bisschen, die bis fortgeführt werden. Und die Monorail. Da haben wir ja hinten schon unsere Haltestelle für Stadion. Und da wird, ich weiß gar nicht, hier unten vielleicht noch was kommen. Weil hier unten kommt irgendwo nachher der Airport hin, aber da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Das dauert noch ein bisschen. Deswegen kümmern wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen darum, dass die Leute zum Stadion kommen. So. Und da muss ich jetzt einen kleinen Plan schmieden, wie wir das machen. Also, wir gehen mal in die Fußgängerwege. Und zwar hätte ich ganz gerne, dass sie hier nachher rauskommen. Und das Ganze auch noch ein bisschen erhöht. Wie weit setze ich das jetzt? Das ist die Frage. Mache ich es hier? Zwar kurz bevor die Autobahn losgeht. Ja, das sieht ganz gut aus, würde ich sagen, ne? So, und dann lassen wir den vom Prinzip her erstmal. Zack, einen runter. Da. Das ist schon mal der erste, dass die Leute hier irgendwie, sie haben ja hier keine Möglichkeit, die Straße zu kreuzen. Es gibt keine Ampeln. Und hier hinten einfach rumrennen. So können die, zack, hier ruft darüber. Bops. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Da ist der Weg ein bisschen kürzer, merke ich gerade. Und natürlich auch nicht so ideal. Kommen wir rüber, jo. So, hier müssen wir jetzt mal gucken. Wie machen wir das? Den ziehen wir auf jeden Fall mal weiter. Denn hier hätte ich ganz gern gerade und so, dass die Leute hier von der Hauptstraße irgendwie dahin kommen. Die können ja hier durchrennen und hier lang. Das ist ja, da gibt es ja einen Fußgängerweg. Allerdings müssen die erstmal dahin kommen, um ein bisschen was zu erreichen. Jo. Das werden wir hier allerdings so fortführen. Dann werde ich mal hier hinten. Nee, ich will den nach oben setzen. Den führen wir einfach so ein bisschen parallel hier hinten lang. Obwohl, wir machen da vielleicht... Lass mal da einen Fahrradweg draus machen. Das ist eine geile Idee. Weil ich glaube nicht, dass die Leute so weit zu Fuß gehen. Da werden die doch, glaube ich, dann eher den Bus oder irgendwas nehmen. Da machen wir mal einen Fahrradweg draus. Das ist eine geile Idee. Jetzt ist natürlich die Frage, nehmen die daher denselben? Also, würde Fahrradfahrer auch auf dem Fußgängerweg fahren? Ich habe das jetzt mal umgeändert. Machen den Stadtbezirk einfach ein bisschen fahrradfahrerfreundlicher. So, und zwar so richtig. Naja, also, ihr seht schon. So. Das ist wie ein Fahrradfahrer-Highway hier. Die können die ganze Zeit geradeaus fahren.
Aber finde ich eigentlich ganz nett. So, dann will ich hier hinten noch einen reinzimmern. So. Also soll wirklich ein Bereich sein, wo Fahrradfahren wirklich... ja, einfach auch Spaß macht, damit die nicht ständig hier irgendwie über die Straßen heizen müssen. Ich habe ja heute auch erfahren, dass hier in Hamburg gerade erst wieder, also Aufnahmedatum ist Mittwoch, gestern Abend hier wieder einer vom LKW erfasst wurde, Fahrradfahrer. Das ist natürlich immer für mich als jemand, der jeden Tag zur Arbeit mit dem Fahrrad fährt, kommt man doch schon, kriegt man schon Bedenken, sag ich mal so. So. Nee. Oh, fuck. Schön schräg, ne? So. Natürlich passt er da nicht durch. Danke sehr. Dann setzen wir die da hin. Zack. Oder nee, wir können ihn ja auch unterirdisch fahren lassen. Ha! Geile Idee. Aber ich würde sagen, da gucken wir jetzt erstmal. Setzen wir mal hier so ein bisschen was hin. Dann machen wir... ja, das können wir als Fußgängerweg eigentlich lassen. Finde ich. Setzen wir dann eben noch einen Fahrradfahrerweg? Hm. Könnt's ja so machen. Sieht das gut aus? Kann man das lassen? Das kann man lassen, ne? So. Dann setzen wir den hier schön rüber. Und dann lassen wir den... jetzt muss, lass mich mal überlegen. Nehmen wir mal einen Kreis. Das ist ein bisschen... das ist ein bisschen weit. Wir den hier runter und dann zack. Natürlich zu weit. So, ein richtig schön Fahrradfahrerweg. Passt. Den setzen wir hier. Lass wir den jetzt auch noch mal runterziehen. Wieso? So. Ja. Sieht doch eigentlich erstmal ganz nett aus, würde ich sagen. Okay. Bevor wir jetzt irgendwelche weiteren Wege ziehen, würde ich sagen, müssen wir hier planen, wo stelle ich Schule hin, wo stelle ich alles andere hin. Fangen wir mal an. Grundschule. Ganz einfach. Würde ich auf jeden Fall wieder in die Nähe von irgendwelchen Straßenbahnhaltestellen machen, etc. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es an der Hauptstraße stellen würde. Oder vielleicht mit einem Weg dazwischen. Dass wir sagen, okay. Hier haben wir ja, guck mal, was ist das denn hier eigentlich? Keine Ahnung. Ne, wir machen den gerade. Zack, so. Und machen den so, dass die Kinder sozusagen direkt von der Haltestelle hier rüber können und da setzen wir die Schule hin. Das ist eine sehr gute Idee, finde ich. Das heißt, wir gehen auf Schule, Grundschule. Jetzt müssen wir mal gucken, passt die... oh, fuck. Die ist ja viel zu groß. Ja, geil. Grundschule. Jo. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hier überhaupt eine... habe ich irgendwo genug Platz gelassen, um eine Highschool hinzupacken? Nicht so richtig, ne? Ja, hier. Aber da ist natürlich wieder doofe Kurve. Hier habe ich Platz. Ew, das sieht gut aus. Habe ich bestimmt auch irgendwo eine Haltestelle dafür. Aber gucken wir jetzt erstmal weiter. Ich würde sagen, dasselbe mache ich hier irgendwo auf der anderen Seite. Und da... machen wir es uns ganz einfach. Denn da haben wir die Möglichkeit, das Ding
direkt hier hinzusetzen. So, hier ist die Haltestelle. Das heißt, die Kinder brauchen gar nicht weit laufen. Das ist schon mal eine gute Idee. So. Krankenhäuser. Ich brauche ein großes Krankenhaus, definitiv. Das setzen wir, keine Ahnung wohin. Da, wo Platz ist. Wenn wir hier irgendwo Platz finden. Oh. Oh je. Ist ja nirgendwo genug Platz dafür. Ja, weil Krankenhaus muss ich natürlich irgendwo an der Hauptstraße bimmeln. Da kann ich nicht hier irgendwo daneben. Oh, das sah doch eben ganz gut aus hier. Hm. Ja, okay. Finde ich jetzt nicht optimal den Platz. So direkt neben der Schule vor allem. Aber naja, gut. Wenn die Kids so auf den Pausen ein bisschen zu sehr rumalbern, dann können sie da ganz entspannt direkt mal ins Krankenhaus fahren. So. Jetzt schauen wir mal. Wo ist denn hier das Haltestelle, ne? Das heißt, wir setzen mal. Machen wir es an der Ecke. Zack, direkt an die Ecke. Friedhof. Weiß ich nicht, brauchen wir den? Feuerwehr. Polizei. Die heilige Dreifaltigkeit, direkt alles so nebeneinander. Dahinter ist ein kleiner Park, das ist schön. Gut ausgestattet. Polizei müssen wir weitermachen, denn wir haben hier schon so ein kleines Problem mit Dieben. Klar, wir hatten ja bisher noch gar nichts. Knast muss ich auch mal irgendwann bauen. Aber ich glaube, das können wir später machen. Polizeiwache. Polizeihauptquartier. Ein großes. Das würde ich auch ganz gerne irgendwo hier hinsetzen. Machen wir das hier? Stört mich das da? Nö. Das setzen wir da an. Sehr schön. Kostet zwar ein Heidengeld, einfach mal so 65.000, aber ist wichtig. Brauchen wir. Und hier auf der Seite brauchen wir natürlich auch noch eine Feuerwehr. Die setzen wir daneben. Da reicht aber, glaube ich, erstmal eine kleine. Muss man mal schauen, dass wir da vielleicht ein bisschen aufrüsten, früher oder später. Jetzt setzen wir noch ein paar kleine Parks. Das ist ein Riesending. Das ist ein Riesending. Aber der passt hier perfekt rein, ne? Guckt euch das an. So, haben wir was Mittelgroßes? Das sieht mittelgroß aus. Ja. So direkt gegenüber vom Krankenhaus. So. Ist okay, würde ich sagen. Was haben wir denn noch hier? Was ist das? Ein Hundepark. Jo, den brauchst du natürlich so. Gerade in einem dicht besiedelten Gebiet. Also wenn du nicht willst, dass die Hunde überall hinkacken, dann sorg dafür, dass sie irgendwo legal hinkacken können. Das heißt, wir brauchen Hundeparks. Und diese Hundeparks müssen wir anbinden. Also, jetzt nicht an der Leine, sondern an Wegen. Das heißt, wir machen den hier hin. Einen. Und basteln da jetzt mal gleich einen Weg rein. Zack. So. Hier ist ein Fußgängerüberweg. Den würde ich ganz gern bis hier hin ziehen. So. Hm. Da haben wir eine Brücke, das ist okay. Da haben wir noch unser Fahrradweg hier hinten, ne? Ach, stimmt ja, aber der ist ja. Das ist ja ein bisschen blöd gewesen hier. Dann machen wir das so. Zack. Läuft. Okay. So, hier haben wir jetzt ein bisschen was gebaut. Hier unten fehlt mir noch ein bisschen was, bevor wir da irgendwas machen können. Das Problem ist, das Geld wird weniger. Kostet natürlich alles einen Haufen an Asche. Den setzen wir dahin. Hier brauchen wir auch einen schnieken Hundepark. Ist das nicht sowas, was man schön am Kreisverkehr setzen kann? Ein Hundepark? Oder direkt neben der Schule? Nein.
den basteln. Wo bastel ich den denn hin, ey? Ach, guck mal, hier oben. Da passt doch schön ein Hundepark hin, oder? Da immer so, wo eine Kurve ist, ist immer eine ganz gute Idee. So. Irgendwas will ich noch haben hier. Guck mal, hier ist ein asiatischer Garten. Das ist auch geil. Das Ding passt neben der Schule. So. Sehr cool. Yo. Wollen wir laufen lassen? Wir lassen laufen, ne? Wir haben auch momentan hier einen guten Zuwachs an Leuten. Ich habe nur mal vor der Aufnahme die Nacht durchlaufen lassen. Sind schon wieder ein paar tausend mehr. Und natürlich haben wir hier Wasserprobleme. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Kacke. Ja. Gut. Ich sollte echt Stadtplaner werden. Also wirklich so hauptberuflich für dich. Weil dann wissen die Leute, wie sie es nicht machen sollen. So. Jo. Und hier noch eine, bitte. Komm, bitte lass es. Reicht es? Es reicht. Cool, sehr schön. Gut, fehlt nur noch Strom. Den Strom kriegen wir eigentlich bald, wenn wir hier die Häuser hin basteln. Das heißt, wir werden jetzt mal ein bisschen verteilen. Und ja, in den Hauptbereich ist klar, brauchen wir Gewerbe. Das heißt, hier Gewerbe, Gewerbe, Gewerbe. Hier machen wir schön Gewerbe. Gib mir mal ein anderes Tool dafür. Ich nehme eigentlich immer ganz gerne den Kreis, weil ich da, zumindest wenn ich nicht gerade total betrunken bin, einigermaßen gerade zeichnen kann. So, so. Jo. Hier will ich auch Gewerbe haben. Das heißt, zack, so. Gehen wir erstmal bis da. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn ich das ziehe bis zur Autobahnauffahrt, aber schauen wir mal. Den machen wir auf jeden Fall weg hier, weil der würde mich definitiv stören. Jo, Wohnbereiche. Fangen wir mal hier so an, wa? Zweite Reihe Wohnbereich. So. Mal hier dieses Viereck noch ausfüllen. Okay, also wir haben ja momentan null Bedarf an Wohnungen, deswegen wird das auch dauern. Hier drüben brauche ich, glaube ich, noch gar nicht damit anfangen. Okay, lassen wir mal ein kleines bisschen laufen, einfach damit wir ein bisschen mehr Geld kriegen wieder vor allem. Das ist wichtig. Und ich hoffe ja zumindest, dass ich Gewerbe etwas schneller entwickle. Bürogebäude können wir doch bauen, seht ihr? Das ist richtig, Bürogebäude. Aber wo setzen wir die Scheiße denn hin hier? Können wir eigentlich hier drüben machen. Zack, 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 zack. Machen wir hier den kleinen Bürokomplex. So. Jo. Ist ja auch nicht wirklich ein Riesenbedarf. Wir können ja mal rüber gucken, was hier so im Rest der Stadt abgeht. Und oh, oh, was? Hä? Ich habe doch da Leitungen hingelegt, oder? Leitungen sind da. Ach, wir haben nicht genug Wasser. Da liegt der Hund begraben. Ja, warum denn nicht, ne? Jo. Dann wollen wir doch mal. Können wir hier hinten eigentlich ranziehen, ne? Na, aber gleich drei. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und dann haben wir hoffentlich ein bisschen Ruhe. Setzen wir noch daran. Abwasser ist jetzt auch nicht so optimal. Frage ist, was haben wir denn da? Was nutzen wir da? Ist das die ökologische Wasser-Dingsbums? Sieht ökologisch aus, ne? Ne, sieht nicht ökologisch aus. Ist die normale, glaube ich, ne? 15.000, ey, das ist knackig. Das alles für gefiltertes Dreckswasser. Naja,
Sollen die Leute haben, was sie wollen. Okay, jetzt können wir weiterlaufen lassen. So, was geht im Rest der Stadt ab? Neugraz hat wieder so ein kleines Sterbeproblem, so wie es aussieht. Ja, so vereinzelt Kriminalität. Ihr seht es tatsächlich schon, das Spiel. Ja, wohl gerade geht's. Also ich hatte eben so das Gefühl, es läuft nicht ganz flüssig, aber doch momentan geht's ganz gut. So. Ah, was rennen hier Leute rum? Ich muss definitiv mehr Buslinien bauen, damit die Leute nicht alle an einer stehen müssen. Das ist ja richtig geil. Sehr schön. Flux District, der ist am florieren, aber wie sonst was? Guckt euch das an. Dafür, dass es unser... Ja gut, lassen wir mal Haaren außen vor. Unser jüngster Wohnbereich ist. Hier ist richtig Action. Also hier ist High Society von oben bis unten. 26.000 Einwohner. Ist wahrscheinlich auch der größte Stadtteil von der Einwohneranzahl her. Ja, und finde ich auch echt ganz hübsch. Hier hinten noch ausbaufähig, das kommt alles noch. Steht hier schon wieder ein Riesenstau? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Obwohl, es geht noch. Nur bis zum Kreisverkehr. Alles im grünen Bereich, würde ich sagen. So. Wir haben jetzt 83.000. Was ist denn hier schon wieder los? Mehrere Probleme. Ey, Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Da ist die Arztpraxis. Da ist die Polizei. Warte. Warte, ich taste drauf. Da ist die Polizei. Es kann doch nicht so schwer sein, einmal über die Kreuzung zu gehen, wenn da Probleme sind. Nö, dafür sind wir nicht zuständig. So viel ist hier nur auch noch nicht zu tun im Stadtteil. Hier haben wir keinen Strom. Okay, das machen wir noch jetzt die Folge. Da ist Schicht im Schacht. So. Frage ist, wo sitze ich den lang? Machen wir erstmal hier. Ist ja nur provisorisch. Das Problem ist, ich sag immer, es ist provisorisch. Und dann vergesse ich es aber wieder abzureißen. Das ist auch so typisch ich. Und irgendwann sehe ich dann, was ist denn da für eine pottenhässliche Stromleitung gelegt? Wer hat die denn gelegt? Und dann fällt mir auch, okay, ich war's selbst. Aber naja, gut. Gibt es schon Leute, die auf die S-Bahn warten? Auf die Straßenbahn? Nö. Muss ich auch noch farblich markieren. Und wir müssen Buslinien bauen. Aber alles das, liebe Leute, machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ruhig ein Like oder Kommentar da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Buslinien, Straßenbahnlinien, U-Bahnlinien, keine Ahnung was für Linien bauen. Alles. Alles das in der nächsten Folge, wenn ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge. Wie heißt das Spiel? City Skylines!